Hallo. Hallo bei den digitalen Hausbesuchen oder bei dem digitalen Hausbesuch. Ihr seid hier bei Play 23, dem Creative Gaming Festival. Ihr, das seid ihr im Publikum und ihr, die ihr bei Twitch gerade zuguckt, in dem Kanal von Ott Nina, die uns ihren Kanal freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Sie hat mehr Reichweite und ist Twitch-Partner. Darum sind wir bei ihr zu Gast. Ihr habt nachher die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sowohl im Chat bei Twitch als auch hier im Publikum. Da gehen wir mit einem Mikrofon rum. Wir haben die Hausbesuche vorbereitet zu zweit. Ich bin Andreas Hedrich und Sergej Klein, der läuft hier auch auf dem Festivalgelände rum. Wir haben uns die Hausbesuche für dieses Jahr ausgedacht und angefragt. Was sind diese Hausbesuche eigentlich? Die Hausbesuche sind Einblicke in die Berufswelt rund um Games, also Berufe, die ganz unmittelbar mit Games zu tun haben, wie Game Design oder Programmierung, können aber auch Berufe sein, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so unmittelbar mit Games zu tun haben, aber dann am Ende doch Games als Thema zum Beispiel haben. Wir hatten Streamerinnen schon zu Gast unter anderem. Heute freuen wir uns ganz besonders, eine ganz wichtige Person von Game 2 begrüßen zu dürfen, nämlich Miriam, bisher Popke und jetzt Chiva, zu der wir uns heute eingeladen haben und zu Gast sind in ihrer Werkstatt, direkt aus dem Herz von Game 2, Rocket Beans. Hallo Miriam, wo drin bist du denn gerade vertieft? Hallo, ich bin gerade nicht wirklich vertieft, denn ich bin am Ende einer Arbeitswoche. Unsere Woche ist halt immer am Freitag zu Ende, wenn die Folge abgedreht ist. Und dann beginnt die nächste Folge in der nächsten Woche. Und das weiß ich erst genau am Montag, was da so passieren wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mich mit dem TÜV auseinandersetzen werde. Aber genaueres kann ich noch nicht sagen. Das ist auch der Grund, warum es jetzt bei dir so aufgeräumt aussieht. Korrekt. Also es gibt immer Tage des Feuers bei mir, in denen ich halt arbeite und da ja, schnell arbeiten muss, weil ich halt nicht viel Zeit habe. Wenn montags unser Hauptmeeting ist, dann ist halt mittwochs und freitags sind die Drehs. Da habe ich halt nur kurz Zeit, um halt schnell alles zu bauen und zu nähen, was ansteht. Und dann, wenn ich die Zeit habe, dann räume ich alles wieder auf. Und für euch habe ich jetzt schon am Freitag aufgeräumt und nicht erst am Montag. Genau, jetzt haben wir schon so ein paar Sachen gehört, aber wir wissen überhaupt noch nicht, was du eigentlich machst. Wenn dich dein freundlicher Nachbar fragt, welchen Beruf du eigentlich hast, wie würdest du deinen Beruf erklären und was würdest du sagen? In der Regel sage ich immer so, gut, guck dir an, wir stehen jetzt in diesem Flur. Ich bin diejenige, die entscheidet, wie dieser Flur aussieht, dass da eine Pflanze stehen soll, dass da, ein umgekippter Gartenzwerg auf dem Boden liegt, den jemand verloren hat, und entscheide halt, ob ich diesen Raum einrichte. Ich bin auch der Setdresser hier von Game 2, also ich gestalte die Szene. Ich stelle die Props, also die Requisiten bereit, die halt dafür gebraucht werden. Also wenn dann jemand da durchgeht und muss halt zum Müll, dann hätte ich halt wahrscheinlich diesen Mülleimer gefüllt, mit dem er dann halt runtergeht. Und in dem Fall von Game 2 bin ich halt auch, mache ich auch die Kostüme. Also habe ich auch die Klamotten von dem Nachbarn ausgesucht, die er gerade trägt, mit dem er dann zum Müll gehen würde. Hätte mich für die Schlappen entschieden, wahrscheinlich auch mit Gummigründen und würde ihm halt das dann an der Szene erklären. Genau, ja. Also du bist bei Game 2, wissen wir jetzt, eine Fernsehsendung, die einmal in der Woche ausgestrahlt wird, ja, mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten rund um Games. Und korrekt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, bist du Ausstatterin, Kostümbildnerin und was noch? Der Props Master, also die Requisite als per se, also die Dinge, die Leute in die Hand nehmen, mit denen sie spielen, mit denen sie arbeiten müssen. Und wenn es halt besonders Sachen sind, wie, weiß ich nicht, sie müssen vor Blut riefen oder es muss irgendwas kaputt gehen dabei, dann ist es halt auch der Special Effect Part, also der SFX Part, den würde ich dann auch noch übernehmen, wenn es sein muss. Das heißt, sehr vielfältig, du deckst eigentlich Berufe ab, die vielleicht in einer größeren Produktionsumgebung von mehreren Leuten bedient werden würden. Du bist jetzt dafür zuständig und musst sozusagen auf Anweisung oder auf Anweisung aus der Redaktion umsetzen, was eigentlich in der digitalen Welt ist und musst das quasi ins Studio holen. Ist das richtig? Ja, also wir haben halt, wir haben unser Produktionsmeeting, das halt an jedem Montag ist, in der wir die Einspielerbesprechung machen. Und da wird halt dann das neue Spiel, das behandelt wird. Wir in Game 2 behandeln wir halt aktuelle und auch ältere
Spieleperlen, die halt dann humoristisch und inhaltlich und journalistisch aufgearbeitet werden. Und das wird halt ganz angefüttert mit ja, kleinen Szenen oder auch Sketchen, wie auch immer man sie nennen möchte, die mal mehr, mal weniger lustig oder mal weniger cringe sind, die wir halt dann zusammenarbeiten. In dem Montagsmeeting besprechen wir halt, okay, in dem Spiel sind alle NPCs super blöde und die rennen immer gegen die Wand. Wie können wir das in eine Szene umsetzen, die humoristisch ist und die halt das Problem des Ganzen halt irgendwie auf den Punkt bringt? Und da können wir alle halt auch wunderbar mitarbeiten. Wenn wir jetzt sagen, okay, er rennt halt auch durch Wände, dann überlegen wir, hey, wie wäre es, wenn wir eine Pappwand machen, malen wir die an, malen wir die nicht an. Ja, und da kommen halt dann zusammen die Sachen zustande. Und dann über den Laufe des Tages oder des nächsten Tages finalisiert dann der Redakteur, vielleicht mit dem Creative Director zusammen, wie sein Einspieler ungefähr aussehen wird. Wir sind halt aber auch in einer engen Absprache und sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt, dass der die Rüstung aus dem Spiel anhat. Gut, dann gucken wir, ob das zeitlich drin ist, diese Rüstung noch zu bauen oder wie kompliziert die im Allgemeinen ist. Und dann gucke ich mir halt die verschiedenen Sachen an. Das Problem ist, dass die Spiele meistens noch nicht raus sind. Darum gibt es immer sehr wenig Artwork. Das heißt, ich muss mit sehr wenig Material arbeiten, um halt eine Idee von dem zu kriegen, was da ist. Also, und ich habe auch eine Zeit, das heißt, die mir sehr begrenzt ist, also muss ich auch Abkürzungen treffen, damit ich halt eine Möglichkeit habe, das in der Zeit darzustellen, so dass die Leute es wiedererkennen und dass es Sinn ergibt für den Betrachter. Und ja, das ist also so ein Zusammenspiel von allen. Also Das es ist gibt immer ja wieder Rückfragen und Probleme. auf jeden Fall schon ein ganz spannender Punkt, auf den wir vielleicht nachher nochmal kommen sollten, wie du das eigentlich gelernt hast, wie du da eigentlich dazu gekommen bist. Aber vielleicht magst du uns einmal zeigen, wie deine Arbeitsumgebung eigentlich aussieht. Wir sind jetzt, glaube ich, in Hamburg-Eimsbüttel, in einem eurer beiden Produktionsstätten. Und ist bei dir auch das Studio in dem Gebäude? Nee, also bei mir ist keines der Hauptstudios, also das Game2-Studio selber oder das Green, in dem wir auch arbeiten, das sehen wir heute leider nicht. Ich bin in einem anderen Produktionshaus, aber hier sind auf jeden Fall schon viele, viele, viele unserer Szenen gedreht worden. Also Leute, die unsere Sendung kennen, werden wahrscheinlich einige Räume auch wiedererkennen. Ja, das ist. Ja, nimm Also uns doch mal, hier war aber, glaube ich, ja. mit. Gedreht wurde hier drin, glaube ich, nur Flight Simulator mit den Booty Bros. Ich drehe euch um und entschuldigt die Shaky Cam. So. Also das ist halt meine normale Werkstatt. Hier bastel, bau und schraube ich. Ja, ist halt alles, was das Herz begehrt. Ne? Also was auf jeden Fall das Bastelherz begehrt. Ich glaube, eine Holzwerkstatt wäre extrem traurig. Die hätten wir im vorderen Bereich. Hier sind halt die verschiedenen Materialien, die ich dann so benutze. Ob es jetzt Styrodur, Schaumstoff, Kappa, Warbler, EVA ist. Das sind auf jeden Fall viele verschiedene Sachen, mit denen ich immer wieder arbeite. Also hier ist auch nochmal noch mehr von dem EVA-Foam, das ist dieses Moosgummi, das man halt wunderbar bearbeiten kann, mit der Heißluftföhn und so weiter und so fort. Genau wie das wunderschöne etwas. Das ist ja quasi ein Thermoplast. Das ist das gute Warbler. Daraus wird zum Beispiel dann sowas wie diese Rüstung gemacht. Die sind dann halt variabel und machbar und die muss jetzt gerade repariert werden. Darum ist die gerade noch hier. Und die war für Metal Gear irgendwann mal, wie man hier noch an dem kleinen 3D-Print sehen kann. Aber ja. Sonst ist hier mein Nähplatz, weil man muss ja auch, ja, ich muss halt auch die Kostüme hin wieder anpassen, nähen, wenn ich muss, ganz von vorne. Aber ja, sonst ist halt hier jetzt gerade noch Licht für euch, aber sonst halt auch mein Material. Mein Material ist, glaube ich, auch anders als bei anderen Leuten, weil ich halt Wollcap habe, um Bärte anzufertigen, weil ich halt zwischendurch halt Bärte machen muss. Dann ist eine Kiste eigentlich im Grunde nur voll mit Elektroschrott und Kleinteilen. Alles, was man halt irgendeiner Form benutzen kann, um daraus Dinge zu bauen, wie, weiß ich nicht, Teile für Raumschiffe. Das ist mein Büro, das ich mir zusammen mit entweder Praktikant oder studentische Hilfskraft teile. Im Moment der wunderbare Janis, der gerade Urlaub hat. Ja, also sagen wir, während der Pandemie hatte ich Lust zu tapezieren. Und das Schöne ist, dass auch viel in dieser Firma möglich ist. Also wenn man fragt und das den Raum aufwertet, darf man das tun, genauso wie bei der Werkstatt. Ja, dann würden wir jetzt hier weitergehen. Und hier ist ein Teil meiner Waffenwand. Da kann alles Mögliche bei sein. Also zwischen einfachen Revolvern aus dem Karnevalsbedarf oder. Ja, also das Licht ist leider zu langsam für unser Internet, aber gut. Es sind halt viele verschiedene Sachen, mit denen man sich halt gut und gerne kloppen könnte, wenn man möchte. Wie oft Die sind denn die im Waffenwand ist hier Einsatz? vorne auch. Wie oft sind denn die Oh, Waffen ganz im Einsatz? unterschiedlich. Manchmal hängen sie hier über Monate und keiner möchte sie benutzen. Und dann manchmal geht es schneller, aber dann, ja,
Das ist jetzt die Frage, ne? Wenn wir die God of War Axt brauchen, dann baue ich halt eine God of War Axt und dann, also die ist halt auch aus einem Plastik gegossen. Das kann man halt wunderbar bearbeiten. Wie kriegst du denn da die Ja, Struktur genau. rein? Wie kriegst du die Struktur rein, dass das so aussieht wie geschmiedet? Entweder gießt man das, also man kann halt verschiedene Möglichkeiten, oder man geht mit einem Lötkolben rein, um das halt zu bearbeiten und dann der Rest, den macht man halt dann mit Farbe. Und in dem Fall halt, wenn du mit einem schwarzen Lack arbeitest, also hallo, mit einem schwarzen Glanzlack drunter und danach das zum Beispiel mit, ach, es gibt verschiedene Metallpulver, die man halt auftragen kann oder auch sowas wie Rub and Buff, das ist halt ein super Metallic Gel, das man halt sehr ergiebig halt auftragen kann und das highlightet dann nur halt die Erhebungen und dadurch kann man halt wunderschöne Metalleffekte machen, finde ich. Wenn man das nicht macht, sondern sie einfach nur mit Acryl anmalt, dann kriegt man halt diesen hässlichen Schlüssel, der aber auch funktioniert hat für das, was er sein wollte. Aber man sieht halt auch schon, dass Rub and Buff halt um einiges mehr zum Glänzen führt. Ja, das sind die Chaos-Kriege von Kratos, wer sie vielleicht kennt. Aber ja. Und dann teilweise werden die halt komplett selbst gebaut und teilweise sind es halt Sachen, die ich ja, dann aus Kinderspielzeug dann aufwerte oder aufpimpe, damit sie halt schneller funktionieren. Ja, hier ist ein Teil von unserem Lager. Das ist jetzt noch nicht ganz gefüllt, weil wir erst vor kurzem hier wieder reinkommen konnten. Und ja, hier sind halt alles Mögliche, das ist jetzt Styropor, Steine zum Werfen, Rüstungsteile, Lederrüstungsteile, Gambeson, Stoffrüstungsteile, Metallrüstungsteile. Also das zwischen Kaufen und Craften ist ja, ist alles immer dabei. Da hinten wird auf jeden Fall auch schon Weihnachten, das ist schon hochgelegt, das sind die ganzen Bäume, die wir irgendwann mal für eine Sendung brauchten, wo wir auf 36 Weihnachtsbäume hatten. Wir haben hier so nochmal ein paar Miriam, Kostüme, die hier gerade pausieren. was passiert denn, wenn du eines Tages abgeworben wirst und von heute auf morgen nach Hollywood gehst und diese Sachen da alle liegen? Bist du die Einzige, die weiß, wo was ist? Nee, also es ist also der Janis, der momentan halt mit mir arbeitet, der weiß es auch. Und ich glaube, jeder, der schon mal hier mein Praktikant war in irgendeiner Form, kann sich es erschließen, weil es eine Form von Amazon-Sortierung ist tatsächlich. Die Dinge ergeben im Zusammenhang Sinn. Also es gibt halt das Fach Waffen so, oder Wurfgegenstände. Und wenn man weiß, okay, ich suche einen Zauberstab, wo würde ich nach einem Zauberstab suchen? Also es ist ein kleinteiliger Zauberstab, also wird er nicht an der Waffenwand sein. Dann gucke ich halt bei Waffen. Wenn ich jetzt einen Stein suche, einen Stein aus Schaumstoff, den man werfen könnte, könnte man den halt bei Wurfgegenständen finden. Und so hat alles halt so ein logisches System. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein schwarzes Netzoberteil suchen würdest, könntest du bei Unterhemden gucken, würde ich verstehen, wenn es da wäre. Es kann aber auch bei Hot Stuff sein. Und ja, die Kiste heißt Hot Stuff. Ja, da könnte man halt suchen, weil Kostüme sind, wie man hier vielleicht sieht, auch, also das sind halt nur nach Farben sortiert, aber auch schon zusammengefasst. Ne, Oberteile rosa, violett, die dann halt dann irgendwie in einer Form sind, die werden halt dann natürlich nach jedem Dreh halt auch gewaschen, ja, und halt dann wieder getrocknet zusammengelegt, aber aufgrund des Platzmangels bin ich dazu übergegangen, sie nicht mehr alle zusammenzulegen, außer vielleicht die Jeans, weil das Stopfen es leichter macht, tatsächlich verschiedene Gegenstände schneller zu sehen. Das ist sehr hilfreich. Ja, da oben liegen auch noch Teile von Tentakeln rum. Der Platz ist Mangelware. Hier sind noch mehr Sachen. Hier sind beispielsweise, das sind halt nur Stoffe. Es geht halt locker einen Meter nach hinten. Da oben sind nur Decken oder nur Vorhänge und Tücher zum Überdecken. Das hier sind fertiggestellte Kostüme, die quasi zusammenbleiben sollen, weil ich die halt gerne an einem Punkt habe. Sowas wie Mr. Miyagi oder Super Mario, Thor, also solche klassischen Superhelden, beispielsweise dort unten links. Und das ist halt klar. Also da können halt die Leute auf jeden Fall suchen. Also wenn sie wissen, okay, es ist ein Superheld, dann weiß ich, ich muss dort unten bei Superhelden gucken. Wo auch Eduard Laser ist, wer ihn kennt. Aber ja, also wir haben halt viele Dinge über die Zeit, die ganzen Jacken und Co., die gesammelt wurden. Dann natürlich auch die Schuhe, weil mittlerweile haben wir eine relativ große Auswahl von verschiedenen Schuhen, da die Leute leider ist nicht intakt. Ja. Halt von Schuhgröße 36 bis Schuhgröße 46, nee, 47 so rum, halt alles dabei ist. Ja, Perücken in verschiedenster Form müssen natürlich auch bereitgestellt werden, je nachdem, was man möchte. Wird auch langsam viel. Teilweise auch echte Perücken, die dann halt auch noch gestylt werden müssen, damit sie in irgendeiner Form auch immer dazu passen, was sie sein sollen. Ja, da kommt allerhand zusammen. Das ist tatsächlich mein kleiner Bollerwagen, der gerade gepackt ist für einen Dreh.
Den habe ich halt oft dabei, weil in Hamburg können wir auch gut und gerne zu Fuß gehen. Das ist das Foyer, das viele aus verschiedenen Einspielern vielleicht kennen. Das ist unser ehemaliger Chef. Auch das ist im Grunde ein Requisit gewesen, das wir brauchten, um Fenster abzudecken in einem Raum. Und darum muss es genau diese Größe haben und blickdicht sein, damit das Licht von draußen ausgesperrt werden kann. Ja, Miriam, noch mehr Requisiten. Ja. ja, Miriam, was ist denn das Allerverrücktest, was du jemals bauen musstest? Das Allerverrückteste, da gehe ich aber lieber wieder in meinen Raum. Nee, das kann ich in der Form gar nicht sagen. Es ist, ja, ich musste irgendwann mal ein anziehbares männliches Glied machen, das schrumpfen kann. Das war irritierend. Das war durchaus nicht. Also so irritierende Sachen. Ein Cyborg, der Kettensägenarme hat. Tatsächlich Code war interessant herzustellen auf verschiedenen. Der musste halt auch im Video funktionieren, also auch richtig brechen. Das war interessant. Sonst ist es halt der Prozess, der lustig ist. Also wenn ich von Tracer, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, in Overwatch, das ist halt so eine Brustplatte zum Beispiel gewesen. Und das, was ich daran schön finde, ist halt, dass es eigentlich so ein Deckel ist von Soba-Nudeln, wer die kennt. Und das ist einfach halt das Trennstück von dem Teil. Das macht so. Es hat dafür gut funktioniert. Also ja, warum nicht für 2 € diese Brustplatte bauen? Und die ist halt auch einfach nur aus Nussgummi. Und dann ja, kann man damit gut arbeiten. Verrückt ist ja Miriam, auf jeden Fall. ja. Nee, sprich du. Um da nochmal anzuknüpfen, was du vorhin schon angedeutet hast, dass du da ja auch so ein bisschen reingerutscht bist. Wie bist du dazu gekommen, diese vielen Dinge zu können, erstmal, aber auch überhaupt bei Rocket Beans und für Game 2 dann auch zu arbeiten? Also ich habe früher schon viel im Theater, in freien Theatern gearbeitet und mit Schülern und Schülern gearbeitet und habe mit Stück geschrieben, aber auch Sachen, wenn die halt vom Bedarf waren, habe ich sie gemacht, wenn irgendjemand musste sie machen. Habe dann also ja, Germanistik und Kunst studiert, habe aber auch parallel Jugendworkshops gegeben, also zum Basteln und Co. und habe halt selber auch vor langer, langer Zeit Cosplay gemacht. Also war ich von der Materie schon nicht fremd und habe dann 2005 bei Rocket Beans angefangen. Und habe da als Aufnahmeleiter ursprünglich angefangen. Aber damals hatten wir noch keine, wir hatten keinen Setdresser, wir hatten kein Kostüm, wir hatten die Aufnahmeleitung, die das alles irgendwie regelt. Das ist daraus, dass es noch aus Game One geboren wurde und das halt dann das Nachfolger-Mutterschiff war, gab es diese Stellen einfach nicht. Also musste das halt nebenbei passieren. Und dann habe ich halt angefangen, die Sets zu machen, die wir drüben halt hatten, neben dem normalen Ablauf. Und dann, als die Möglichkeit kam, Game Two als Nachfolger wieder auferstehen zu lassen, wurde ich halt gefragt, ob ich daran Interesse habe, weil gerade ein großes Pen und Paper mit einem Holzthron irgendwie scheinbar einen guten Eindruck hinterlassen hat, ob ich das machen möchte. Und ja, da war ich direkt Feuer und Flamme, weil ich bastel eigentlich sehr gerne, dadurch, dass ich auch ich LARPe als Hobby, also ich mache Live-Action-Roleplay und bin da halt gut unterwegs und ja, das war naheliegend und macht auf jeden Fall Spaß. Hat das deine Frage beantwortet? Ja, so ungefähr. Also, was ich noch spannend finde, du sagst das einfach so, als würde das alles so funktionieren. Also, ich könnte das nicht. Bei mir würde die Axt aussehen wie irgendein Knubbel und die Klamotten wären faltig und zu kurz und so weiter. Du musst ja wahnsinnig viel können. Also, du musst schneidern, du musst aus Dingen was Sag ihm nicht, basteln. dass ich es nicht kann. Ja, aber du Also machst ich es, ja. es ist ja, es ist viel Learning by Doing einfach gewesen. Ich habe ja, also ich möchte Dinge haben, also in meinem Privatleben war es immer so und darum habe ich, hatte kein Geld, sie zu kaufen, also musste ich sie machen. Und so habe ich halt mir sehr viel beigebracht. Klar, auch über YouTube und Co. kann man mittlerweile wahnsinnig viel lernen. Das ist halt super hilfreich, weil du, wenn du irgendwas herausfinden möchtest, wie es geht, dann guckst du dir ein Bild von etwas an und dann sagst du, gut, ich habe keinen Resin-Drucker, der mir das einfach fertig macht. Ich muss das irgendwie anders herstellen. Also, was habe ich an Material, was kostet am wenigsten und ja, dann versuchst du so lange, bis es klappt. Und also ich bin auch wirklich nicht gut im Nähen. Ich mache es halt. Also,
muss halt sein, dass die Sachen dann halt auch irgendwie passen. Also, und so kam es halt aus der Not, wurde dann halt dann irgendwann das Arbeitsfeld da draus. Da ist ja vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass das, was man im Fernsehen oder Internet, egal wo es übertragen wird, dass man vieles nicht sieht, was vielleicht so nicht funktionieren würde, wenn man es in echt in der Hand hat oder so. Man kann Ja. vieles verbergen auch und anders zeigen, als es eigentlich ist, ne? Miriam, Auf jeden Fall. dann hast du aber mir neulich erzählt, dass du dann doch aber nochmal eine Ausbildung obendrauf gemacht hast im Theater. Wie war das mit deinem selbst erarbeiteten Vorwissen und dem Basteln, was du kannst, zu Leuten zu kommen, die fürs Theater arbeiten? So, und ich habe die von der IHK und der EuraK Baden-Baden gibt es halt quasi die Ausbildungs-Fortbildung für den geprüften Requisiteur. Das ist halt da kommen halt die Leute hin, die so im Grunde schon Requisiteur sind, weil du musst in dem Beruf schon arbeiten, um halt die Ausbildung, Fortbildung, wie auch immer, halt abzuschließen. Das ist halt ein bisschen interessant. Du brauchst halt dafür entweder 5 Jahre Berufserfahrung oder eine handwerkliche Ausbildung zu Beginn. Und da bin ich halt auf sehr viele Leute gestoßen, die halt, weil die Requisiteursfortbildung halt für alle Requisiteure sind, egal ob sie vom Fernsehen oder vom Theater kommen, bin ich auf sehr viele sehr nette Leute gestoßen, die halt den Beruf des Requisiteurs anders wahrnehmen als ich, weil wir halt durch das Bildmedium sehr, sehr schnell und schnelllebig halt arbeiten. Und die haben auch um einiges mehr Zeit, weil sie halt in so einer Spielzeit arbeiten. Klar, da gibt es auch Hustle und Stress und alles, aber es ist halt ein anderes Arbeiten, obwohl es der gleiche Beruf ist. Das ist ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Und wenn du da die anderen so gesehen hast, würdest du den Beruf jetzt der Requisiteurin in dem Fall empfehlen? Ja, wahrscheinlich schon, sonst würdest du es ja nicht machen. Aber was würdest du jetzt Schülerinnen und Schülern vorschlagen, wie sie diesen Weg einschlagen sollten? Was wäre aus deiner Sicht der praktischste Weg? Da das sehr viel mit Gelegenheit zu tun hat, glaube ich, sind es halt die beiden Wege tatsächlich. Entweder eine Form von, vielleicht manche nehmen auch Schülerpraktika an. Das heißt, du könntest halt ein Schülerpraktikum machen und könntest halt so anfangen, auf deine 5 Jahre Arbeitserfahrung zu kommen. Oder du würdest halt in einem handwerklichen Beruf arbeiten, ob es jetzt der Tischler ist oder also man könnte halt auch als Maler arbeiten. Also handwerklich ist einfach alles, was handwerklich ist. Das ist relativ breit gefasst. Darum gibt es so viele verschiedene Arten von Requisiteuren und die haben alle andere Expertisen. Also du kannst dich spezialisieren auf EVA oder du kannst dich spezialisieren auf 3D-Druck oder auf Puppenmacherei. Und je nachdem, wo du dein Feld hast, wo du sagst, ja, das interessiert mich, dann mach dich zum Spezialisten und versuch dann erst eine handwerkliche Ausbildung dabei zu kriegen, eine am besten, die dich noch unterstützt in dem, was du tun möchtest. Und dann du kannst sofort eigentlich als Requisiteur arbeiten. Wenn du dann halt auch noch die Fortbildung bei der IHK machen möchtest, dann hättest du auch Brief und Siegel drauf und hast dein Zertifikat. Gut, also man muss tatsächlich so ein bisschen dieses Interesse natürlich daran haben, Ja. sonst würde man den Beruf nicht wählen. Letzte Frage von mir, bevor wir mal ins Publikum gucken. Wie gehst du vor, wenn du tatsächlich einen digitalen Gegenstand vor dir hast oder weißt, den muss ich da rausholen? Was sind die Arbeitsschritte, um daraus dann tatsächlich was Haptisches in der analogen Welt zu machen? Kommt darauf an, ob es angezogen werden muss oder nicht. Wenn es was angezogen werden muss, dann muss ich natürlich erstmal wissen, wer es ist, damit ich halt die Größe in irgendeine Relation setzen kann. Muss die Person das also an den Körper anlegen? Ist es ein Gegenstand, der nicht zwingend angefasst werden muss? Muss der im Green tauglich sein? Also ich muss halt auch gucken, ob ich die Sache mit der Farbe Grün bearbeiten kann. Und ja, dann versuche ich halt mit dem Redakteur darüber zu sprechen, welches Item er möchte. Und er sucht mir dann im Idealfall Screenshots raus, die er aus dem Spiel gecaptured hat, also das Spiel, das er gerade einspielt, sich angeguckt hat. Und dann zeigt er mir halt Bilder. Ich habe hier gerade, glaube ich, zum Beispiel diese etwas hässliche, zugegeben, diese Lootbox, die einer brauchte. Und das ist, ja, das ist halt aus einem ganz normalen Spiel, die halt aufgehen musste und die musste durch den Wald gezogen werden können. Das war jetzt relativ simpel. Und auch diese Box ist relativ simpel, denn es ist eigentlich nur eine Gefrierbox, die mit ein bisschen EVA, also Moosgummi, einfach bearbeitet wurde. Mit einem formschönen Loch drin, weil sie von hinten halt durch den Wald gezogen wurde. An einem Winkel, der natürlich funktionieren muss, damit es nicht umfällt. Ja, und da
ist halt die Frage, okay, eigentlich ist diese Box komplett quadratisch, was bei uns nicht der Fall ist, was aber egal ist, weil es halt im schnellen Lauf des Bildes halt, ja, halt nicht gezeigt werden muss. Darum funktioniert das auf jeden Fall so, gerade auf dem Waldboden, auf die Entfernung. Und da wird dann abgesprochen, okay, wie schnell kann ich eine Kühlbox besorgen, wie schnell kann ich sie bauen? Oder in dem Fall jetzt auch noch ein Teil von der Tracer-Rüstung, das ist halt so eine Armschiene, die man halt, verzeiht, halt dann so anlegen würde, um schneller zu werden. Ich weiß nicht genau, warum, aber man hat sie halt in diesem Spiel an. Und die ist halt auch nur aus EVA mit verschiedenen Lackschichten, ein bisschen Weather und ja, dann ist eigentlich auch schon alles fertig. Also außer dem kleinen Game 2 an der Seite, weil ich gerne so kleine Gags einbaue. Mhm. Ja, und die sind halt leicht, die müssen halt funktionieren und ich muss halt so viele Bilder wie möglich haben, damit ich ungefähr weiß, ob sie funktionieren. Wie ich im Nachhinein dann halt gesehen habe, dass die neue Tracer-Rüstung anders aussieht, das ist dann immer ein bisschen schade. Aber ja, so entwickelt sich das. Also genau wie bei der Rüstung, da war halt auch nicht klar, okay, in welchen Größen brauche ich die, weil wir wussten nicht, wer spielt sie. Also ist sie halt dann mit Schnallen oder mit Klett bearbeitet worden. Ich glaube, wir haben auch ein paar mehr. Aber ja. Miriam, ich frage mal ins Publikum, ob es Fragen gibt. Gucke mich um. Ich gucke in den Chat, da steht im Moment noch nichts, aber auch da ist es für euch freigestellt. Aber die erste Frage kommt nun. Hallo, danke für den Einblick. Das ist total spannend zu sehen. Ich mache viel am Theater und das habt ihr ja gerade schon besprochen. Wahnsinnig viel Zeit. Und ich wollte fragen, ist das für dich mit diesem wöchentlichen Rhythmus auch so eine Kreativitätsboost, weil du weißt, du musst ganz schnelle Entscheidungen treffen oder treibt dich das auch manchmal so ein bisschen in den Wahnsinn, dass du denkst, boah, eigentlich hätte ich da jetzt gerne 3 Wochen Zeit für? Also es ist, also ich denke immer so eine Woche mehr für eine komplett fertige Rüstung, eine Woche mehr auf eine Rüstung, die nicht hinten mit Gaffer gehalten wird, natürlich, also eine Woche mehr, um die LEDs vernünftig zu hinterlegen oder eine Woche mehr, damit noch irgendwas angekommen wäre, was ich total gerne benutzt hätte. Ja, also die Zeit ist natürlich immer ein kritischer Faktor, was mich oft traurig macht oder dass ich halt im Zuge des Arbeitens feststelle, ich hätte mich am Montag für ein anderes Material entscheiden sollen. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Jetzt muss ich damit weiterarbeiten oder ich ziehe jetzt die Handbremse und gucke, was dann draus wird. Aber die Möglichkeit des Scheiterns habe ich eigentlich nicht. Also das, was ich mache, wird benutzt. Also es sei denn, es wird dann warum auch immer rausgekickt. Aber alles für den Gag. Also eine Form von dessen, die ich baue, wird irgendwie den Weg vor die Kamera finden. Ja, das ist ganz schön charmant. Also es gibt auf jeden Fall Antrieb, weil ich weiß, es muss fertig werden. Und ich weiß, am Ende der Woche bin ich fertig. Das ist sehr angenehm. Ich habe jetzt keine Sachen, die sich langfristig aufstauen, außer jetzt Reinigen von Dingen oder so, wenn ich die Werte danach desinfiziere. Aber sowas ist halt nichts, was mich jetzt unbedingt stresst. Aber der positive Gewinn der Zeit, dadurch, dass ich keine andere Möglichkeit habe, ist sehr befreiend. Dankeschön. Hat dir das deine Frage beantwortet? Ja, auf jeden Fall einen guten Einblick gegeben. Ja, danke. Es gibt eine weitere Frage. Hallo Miriam. Ja. Auch von mir nochmal danke für den tollen Einblick, hat sehr Spaß gemacht. Mich würde mal interessieren, falls du denn selber zockst, was war denn bei dir zuerst, die Liebe fürs Kreative oder doch fürs Zocken und hat sich das gegenseitig bedingt? Also kreativ, also ich habe wie jedes Kind halt auch schon gebastelt und gemalt und habe mit 1995 habe ich angefangen, mein erstes großes Spiel zu spielen und das war überragend. Also darum, also das geht einher. Mittlerweile bin ich leider aufgrund von Zeitgründen nicht mehr der Hardcore-Zocker, aber ich spiele immer noch gerne. Muss halt nur gucken, dass es in den normalen Arbeitsablauf irgendwie integrierbar ist. Das heißt, nicht unbedingt riesengroße Spiele, auch wenn das letzte Spiel, das ich gerade spiele, Baldur's Gate 3 ist, was durchaus nicht so klein ist. Aber ja, also es ging einher auf jeden Fall, Hand in Hand. Okay, danke. Gut, hast du auch beantwortet. Gibt es noch eine weitere Frage? Ich gucke in den Chat. Nö. Ich kann jetzt sonst so lange, wenn du vielleicht noch auf Fragen warten willst. Ich weiß ja nicht, wie die Zeit ist. Wir waren noch nicht in dem anderen Raum. Ja, da gucken wir jetzt noch einmal rein. Wir haben noch so 3-4 Minuten. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir waren schon jetzt eben jetzt schon mal am Rand. Das ist halt ein Teil der Hauptrequisite. Da sind halt die ganzen Sachen, die sich über die Jahre halt auch dann angestaut haben. Die ganzen verschiedenen Cappies, also es ist eine Kiste nur mit Cappies. Es ist einfach, ja, alles Mögliche.
Hier sind die Wurfgegenstände, ne? Sei es ein Wurfdöner, denn auch den braucht man vielleicht mal, Shurikens und was man nicht alles so halt im Alltag braucht, wenn man hier arbeitet. Die klassische Kiste mit Kram, die tatsächlich Kram heißt, in der alles Mögliche drin sein kann, wie von einem riesigen Stück Fleisch, das aus Borbla gemacht wurde, dieses Heißluftthermoplast. Masken und Co. Hier gerade eine riesige Super Mario Mütze, die wir für ein Endspiel letzte Woche benutzt haben. Tote, alles mögliche an verschiedene Sonnenbrillen und Co. Das ist sehr eng, die ganzen Rüstungsteile vom Militär. Ein Hintern zum Anziehen, den man dann halt zum Auspolstern noch nutzen kann. Die ganzen verschiedenen Hüte. Da oben ist mein Militärblock. Hier sind noch mehr Kostüme zwischen Saris oder ganz klassischen Sachen, Bademänteln, Pullis und Co., die halt ein bisschen mehr Hängung brauchen. Ringe, Anstecker, was halt brauchen, die Szene ja irgendwie noch zu unterstützen an dem Kostüm oder halt Gegenstände, die in irgendeiner Form halt nötig sind. Und auch die Elektronik, die halt dann ja auch dann da liegt. Oder hier sind, der Janis, mein Schiffsrat gemacht, das ist halt sein Stab und der hatte halt auch nichts da, es war so ein spontanes Ding und er hat halt einfach mit einem alten Stück Holz, EVA und einem Stück Stoff halt sich so einen Zauberstab basteln müssen, weil er sich nicht anders behelfen konnte. Hat er sehr gut gemacht. So, zum Beispiel. Miriam, vielen Dank, das sind gute Einblicke und ich sehe gerade im Chat noch einen Kommentar von Tiki Turk, Miri, einfach pures Handwerkstalent. Das wären eigentlich super Schlussworte. Jetzt kommt aber tatsächlich noch eine echte Frage. Hast du die ganzen Requisiten, die sich über die Zeit angesammelt haben, alle im Kopf, sprich noch abgespeichert? Das war ja auch vorhin schon meine Frage. So. Eigentlich ja. Ja. Also ich habe, es gibt klar Sachen, die auch mal hinten überfallen, aber eigentlich habe ich die verschiedenen Gegenstände und T-Shirts durchaus im Kopf. Also wenn jemand sagt, hier das eine, das Lieder-Ding, was Colin letztens an dem, und dann, also eigentlich ist es, ist es im Kopf und das geht halt auch dem Janis, der ist jetzt ja auch schon bald 2 Jahre bei mir, der anderthalb, der ist auf jeden Fall auch mittlerweile drin, also alle Beiträge, die er betreut hat, die kennt man, also weil man halt, warum auch immer, lange auf das T-Shirt gewartet hat, weil man es per Post bestellen muss, das kam nicht an, weil man den Gegenstand halt super lange gebraucht hat und man sich 50.000 Mal mit Heißkleber verbrannt hat, also die Gegenstände brennen sich im wahrsten Sinne des Wortes ein. Könnten wir jetzt eine Show draus machen und dich fragen, ob du schnell das, die Props von Spiel X oder Y findest, lassen wir aber, weil die Zeit abgelaufen ist. Miriam, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein durften und einen Einblick bekommen konnten. Ich würde ja sagen, komm nächstes Jahr zu Play und mach einen Workshop, weil diese Bastel-Workshops, die sind tatsächlich so ein ganz großer Teil des Festivals und auch eine tolle Möglichkeit sozusagen, nochmal zu erfahren, wie Elemente aus der digitalen Welt eigentlich in der analogen Welt aussehen und wie sie sind. Und also da würde ich mich sogar versuchen, mal wieder zu basteln, wenn du kommst. Du darfst jetzt Ja sagen. Können wir vielleicht machen. Also wenn wir es machen, würde ich ihn auf jeden Fall Aufwärtsscheitern nennen, weil es dieses nach vorne Scheitern ist das, was mir am meisten Spaß macht, auch wenn es nicht genauso in den Wahnsinn treibt. Das finde ich sehr schön, weil man irgendwas kriegt man zustande. Es wird was werden. Vielen, vielen Dank, Miriam. Wir hoffen, dich nächstes Jahr wiederzusehen und vielleicht dazwischen auch mal wieder. das war's dieses Jahr mit den Hausbesuchen, mit den digitalen. Wir hoffen, ihr habt ein paar Einblicke bekommen in das, was die Berufswelt Games so bietet, was man machen kann und welche Berufe es eigentlich alle gibt. Nächstes Jahr machen wir bestimmt weiter, weil es gibt noch sehr, sehr viele weitere. Hier bei Play geht es heute natürlich auch weiter, noch mit ganz vielen tollen Impulsen in der Speakers Corner, mit Workshops in der Makers Corner, mit offiziellen sozusagen Play-Workshops. Heute Abend ist die Verleihung der Creative Gaming Awards und auch morgen den ganzen Tag gibt es noch Shows, Workshops und natürlich die super duper Ausstellung, in der ihr ganz, ganz unterschiedliche Genres und Spielerfahrungen machen könnt. Ja, Miriam, vielen Dank, euch allen vielen Dank und tschüss. Tschüss. Dankeschön.